Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu New World Eternum, einem niegelnagelneuen Spiel, was gerade rausgekommen ist für PC, PlayStation und Xbox Series X und S. Wir spielen heute auf dem PC und stürzen uns direkt rein und bauen natürlich als allererstes einen neuen Charakter. Alles ist fresh. Wir setzen die Erstellung fort. Es gibt verschiedene Styles, wie man spielen kann. Das zeige ich euch gleich. Erstmal werden wir uns hier von einem kleinen Video einführen lassen in die Welt. Ports of Amsterdam. Das gefällt mir nicht. Mit seltsamen Leuten an Bord. Zu einer unbekannten Insel. Sei doch nicht so laut, sonst hört dich sicher noch der Captain. Der Captain macht mir keine Sorge. Aber der Priester. Wenn der ein Mann Gottes ist, bin ich die heilige Jungfrau. Bald wirst du finden, was du suchst, Captain. Das ist tatsächlich die legendäre Insel. Angeblich. Wenn du dich irrst, begleichst du die Überfahrtskosten mit Blut. Mit deinem und dem dieser Vagabunden, die dir folgen. Sie suchen nur das Abenteuer, Captain. Die Insel ruft jene, die ihr Glück selbst in die Hand nehmen. Und wenn ihr euer Glück selbst in die Hand nehmen wollt, dann könnt ihr entweder beim angepinnten Kommentar oder in der Videobeschreibung den Link finden zu New World Eternum. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit erstmal uns zu überlegen, wie wir einsteigen. Wir steigen aber mit einem Fresh-Character ein und nicht Level 25, Level 4 und so weiter und so fort. Wir wollen natürlich ganz vorne anfangen, machen das Fresh. So, hallo. Das sind wir. Und jetzt kommen wir zu diesen Playstyles, die ich gerade angesprochen habe. Es gibt so verschiedene Archetypen. Natürlich erstmal den hier, den Soldaten, der mit Schwert und Schild bewaffnet in den Nahkampf zieht, aber auch schöne Fähigkeiten hat, wie Waffenschmiedekunst, Bergbau oder Schmelzen. Dann haben wir den Vernichter. In dem Fall eine Vernichterin mit einem zarten Hammer. Sie kann Rüstungsschmiedekunst, das Häuten und Lederverarbeitung. Dann Waldläufer. Ich spiele ja immer sehr gerne Waldläufer oder Archer, weil ich finde, dass der Bogen eigentlich so, hat einfach am meisten Style. Kann natürlich Ingenieurskunst, Spezialausrüstung oder Waffen, Holzfällerei, alles klar, Holzarten sammeln und Holzverarbeitung. Dann haben wir den Musketier, ja, der hat natürlich auch Style, hier erstmal mit seinem Degen, aber auch eine Flinte, die er nutzen kann. Rüstungsschmiedekunst, Erntearbeit, Weberei. Dann haben wir den Okkultisten. Das ist natürlich der Magier. Finde ich auch immer sehr nice, weil oftmals die Effekte einfach auch geil sind, ne? Von so einem Magier. Das wäre für mich auch noch in der engeren Auswahl. Juwelenschleiferei, Bergbau, Schmelzen. Dann haben wir den Mystiker. Ja, das ist auch ein Heiler, der sicherlich in der Gruppe auch notwendig ist, wenn man mit mehreren Leuten spielt. Man kann das Ganze ja Koop spielen oder auch Singleplayer. Ich spiele es natürlich heute Singleplayer, aber ich glaube, in der Gruppe wäre so ein Heiler gar nicht so verkehrt. Dann haben wir noch den Schwertträger, der anders als der Soldat kein Schild hat. So, jetzt ist die Frage, ergibt es zum Beispiel vielleicht Sinn, im Solo eher jemanden zu nehmen, der auch so ein bisschen im Nahkampf bewandert ist, weil man natürlich als Archer, ich spiele wie gesagt sehr, sehr gerne Waldläufer, glaube ich oftmals, ja, im Nahkampf vielleicht nicht so geeignet ist. Man hat vielleicht einen Speer, den man nutzen kann, aber man muss immer auf Distanz bleiben. Und bei Gegnergruppen kann das vielleicht sein, dass es ein bisschen schwieriger ist. Das Gleiche gilt, glaube ich, auch für den Okkultisten. Aber ich habe irgendwie ein bisschen Bock jetzt auf den Mage. Ich spiele jetzt den Mage. Und wen nehmen wir dann? Wir nehmen... oh, eine interessante... So, was können wir uns hier aus den Pre-Sets... raussuchen. Wir nehmen natürlich Heidi Kabel, ist klar, ne?
So, wir bleiben mal hier oben, da war doch irgendwas bei. Wir nehmen direkt. Hier, so. Wir bleiben direkt hier. Und dann machen wir. Ah, bleiben wir mal. So, Frisur. Ja, nein. Nein, nein, Heidi kriegt eine ganz andere Frisur. Heidi kriegt. Was haben wir denn hier? Okay, das ist immer sehr voluminös. Oh, hier sind Piraten. Tuch. Ja. Nee, das, ja, ich meine, das ist natürlich zu aufwendig, ne? Hat so eine, wie viel Zeit hat man so, um sich sein Haar zu pflegen? Weiß ich nicht. Wir nehmen hier dieser kleine Padawan-Streifen da unten. Komm, sie kriegt hier so ein wildes Haar, das gefällt mir. Und, dann haben wir Augenfarbe, ja. Komm, bleib, ist doch schön, so exotische Augenfarbe. Merkmale, das können wir komplett rausnehmen. Und auch bei den Narben können wir auch komplett rausnehmen. Und bei den Tattoos, guck mal, da haben wir super viel Auswahl. Hier ist ein kleines Panda-Bären oder was das ist, Tattoo. Ich entscheide mich aber mal hier für ohne Tattoo. Wir spielen heute ohne Tattoo. Und fahren fort. So, Charaktername. Es ist völlig klar, es kann nur eine geben. Geht. Alles klar. Heidi Kabel. Fortfahren. Content Creators EU, das ist eine gute Welt. Fortfahren. So, geht los, Heidi. Hast du Bock auf eine Abenteuerreise? Ich glaube ja. Die Spielwelt selbst ist riesig. Es gibt natürlich unzählige Quests. Das lassen wir zu. Und rein da. Bin sehr gespannt. Kleines Filmchen. Oh, das ist doch wohl der Kapitän, hä? Du hast gelogen, Priester. Ich habe dich vor der beschwerlichen Reise gewarnt. Aber du hast verschwiegen, dass wir durch Tor der Hölle segeln würden. Die Hölle ist für deinesgleichen unvermeidbar. Elders Thorpe. Die Insel hat so viel mehr zu bieten als Gold. Erlösung. Für mich und vielleicht auch für dich. Fürchte den Sturm nicht, Captain. Glaube wird uns bewahren. Kanonenklappen zu. Jetzt wird's nämlich wässrig da. Ja, Segel sind kaputt. Die heil ankommen. Ah, guck mal hier. Oh, die Augen. Guck mal hier, der ist befallen von irgendwas. Der soll hier den Bringer des Lichts ausschalten, vermutlich. Und das macht er auch. Da hat der Sturm gar keinen Bock drauf, dass hier mit so Licht gearbeitet wird. Ja. Und das habe ich mir in dem Moment, wo sie aufgehängt wurde, schon gedacht. Das könnte nochmal zum Problem werden mit dieser Öllampe. Oh.
Jo, haben wir nicht so Bock drauf, glaube ich, jetzt gegen den Captain zu kämpfen. Aber geht er jetzt nicht mit unter, oder wird er errettet? Heidi! Ja, wir können ziemlich wehren. Wir sind Heidi. Zack. Oh, oh, oh. Ich spiele gerade mit Maus. Ich glaube, ich werde mal umschalten hier auf. Warte mal kurz. Warte. Ausweichen. So, weg mit euch. Stell den Controllerwechsel mit einem ersten Bosskampf hier. Ist vielleicht auch ein bisschen dumm gewesen. Aber ich nehme mal an, die Tasten werden LBRB sein. Das Schiff geht unter, erwartungsgemäß. Alle verlieren. Aber es kommt nicht zum Kampf gegen den Captain. Da haben wir Glück gehabt. Oh ne, warte mal, das ist gar kein Stoch, das ist ein Steg. Oder auch, weiß nicht, ist es eine Insel. Wir schwimmen mal ans Ufer Eternums. Da sind wir jetzt nämlich. Wir wollen uns einmal umblicken. Okay, ich verzichte mal auf die Suche nach Loot. Ah, das sieht aber nice aus. Boah. Das ist ja himmlisch. Guck mal, diese Grotte hier, wie schön das Wasser ist. Also die Tasche müssen wir jetzt hier mitnehmen. Dann gucken wir mal ins Inventory. Feuerstab. Ausrüsten. Eisige Eisstulpe. Ausrüsten. Und die Okkultistenhaube. Rüsten wir auch aus. Okay. Das ist der gute alte Feuerball. Geh auf Tor. Oh, wer ist er? Hallo! Oh, das ist der, das sehe ich doch, der ist befallen. Oh. Nice. Oh, geil, wir können Punkte zuweisen. Oh, guck mal hier. Feuerstab. Ein Magiestab, der Mana verbraucht und so mit Feuerzaubern flammende Infernos erzeugen kann, exzellent für Gebietsverweigerung zum Verursachen von großflächigen Feuerschaden und Gegnern Verbrennung zuzufügen. Das gefällt mir. So, was können wir denn machen? Feuerball. Feurige Erneuerung. Zauberspruch Fokus. Feuermagier. Oh. Aber ich nehme mal an, der Feuerball, oh, der hat 15 Sekunden Abklingzeit. Oh, Flammenstrahl aus dem Stab. Ich will alles haben. Ich kann mich gar nicht richtig entscheiden. Ja, was ist das? Warum können wir den nicht? Oh, das ist Eis. Ah, okay. Das ist für Eismagie. Das andere ist für Feuermagie, alles klar. Let's
go. Erstmal hier looten. Träger der Gesundheit, die wollen wir ausrüsten. Und zwar da unten. Ja, da gehören sie hin. Ah, da hinten, guck mal, das oh, ist einfach richtig nice aus. Aber da hinten sehe ich doch so fiese Tierchen. Oh, hat er mich noch einmal erwischt? Ja, knapp. Hier sind super viele gesunkene Schiffe. Oh, der Papagei, guck mal, der Ara da. Netter, kann mich mit dem... Nee, ich hätte gerne Freundschaft mit dem geschlossen. Ist nicht möglich. Oh ja, da hätte ich jetzt diesen anderen Zauber gebraucht. Warte mal ganz kurz. Da wollte ich hin? Nee, da wollte ich hin. Da haben wir doch jetzt das Ding auf L1. Ja, genau. Muss noch abklingen, okay. Oh, jetzt wird nämlich hier schon, wimmelt es schon ein bisschen mehr. Oh ja, das Ding ist geil. Das ist nämlich für einen Nahkampf sehr gut geil. Oh, da muss ich auch Schluss machen. Weil das verbraucht mir die Mana. Alles klar, aber das ist sehr gutes Ding. Sehr gut für den Nahkampf und gegen so Gegnerhorden. Ich nehme an, hier ist nichts an Loot zu holen. Lass uns mal direkt weiterlaufen. Was ist hier? Oh, guck mal! Was ein prächtiger Hirsch! Er hat Angst vor uns. Ja, verständlicherweise. Also schön ist es ja, kann man nichts sagen. In so einer Welt hätte ich auch Bock. Was ist das? New World Eternum. Ein Höllenschlund vielleicht. Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, jetzt so den Prolog gespielt. Oh, guck mal da unten. Also es gibt schlechtere Orte, um zu stranden, würde ich mal sagen. Wir werden sicherlich früher oder später gegen den... Oh nein! Oh, der arme Hirsch, gegen den Kapitän antreten müssen. Ich nehme mal an, dass es grundsätzlich schon die Insel ist, zu der wir wollten. Aber halt nicht auf die Art und Weise. Guck mal, das hier ist alles verderbt. Klack. Ah, die kennen wir doch. Nee, die kriegst du so nicht auf. Mit Gewalt ist nicht. Das sollten wir unterbinden, aber ich glaube, wir kommen zu spät. Sehen wir jetzt mal sein Gesicht. Wäre schon lustig, wenn er genauso aussieht wie die Maske. Das hätten wir verändern müssen. Oh, okay. Großes Schwert. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir bekämpfen den mal. Fuck! Was ist das? Au! Okay, warte. Au! Oh.
Muss flink sein, ne? Autsch, warum? Ich kann, glaube ich, also dieser wunderbare Nahkampfangriff ist wahrscheinlich... Mensch, wieso bin ich denn so langsam? Also so wie ich es einschätze, wird das noch nicht der letzte Kampf... Oh, warte, ich kann hin. Dein Segen durchströmt mich. Der ewige Ruhm ist uns sicher. Ey, okay, das war blöd. Jämmerlich. Warte mal. Oh nein, ey, hör mal auf jetzt. Ey, ich... Warte, die Heilungstaste. So. Jetzt. Immer weglaufen wollen. Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Fuck. Oh. Nein, weg! Was machst du denn? Schön auf Abstand halten, den Freund. Oh, geil. Jetzt kommt die nächste Phase, befürchte ich fast. Was jetzt? Ja. Ist das so eine gute Idee? Sollten wir nicht finishen? Ich wäre für finishen. Vielleicht hilft uns ja auch das Licht, diesen Ort zu entkorrumpieren. Oder wir sind in Phase 2 jetzt. Ja, da hat die nämlich gar keinen Bock drauf. Den nimmt sie aber mit. Den, guck mal hier. Den lässt sie da nicht liegen. Die braucht sie noch. Sie nicht besiegt. Du hast gestohlen, was rechtmäßig ist. Okay, da ist sie. Sie ist ja eigentlich Bösewicht. Und nun, Kapitän ist nur ein Pawn. Na, nie im Leben. Das wird so nicht passieren. Da macht Heidi nicht mit. Was soll's? Du gehörst schon bald mir. Ist ja lustig, wenn sie Mia heißt. Okay, also. Sie werden wir nochmal wiedersehen und ihren Vasall da, den Kapitän. Der ist ja gar nicht mehr wirklich der Kapitän. Der ist ja nur noch ein willenloser Gehilfe ihrer schurkischen Ambitionen. Frisch da, Dämon! Ja? Du bist stark, was? Heidi. Vom Tod zurück und auch noch mit Seele. Gar nicht schlecht. Dankeschön. Okay. Also, das ist Aelstrom. Hallo, was geht ab? Lass die Luft in deine Lungen strömen. Du hast den Tod besiegt und wurdest wiedergeboren. Sozusagen neugeboren. Moment mal, wiedergeboren? Das ist keine Kleinigkeit. Du bist gestorben und das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Aber so ist eben Eternum. Niemand kommt so einfach davon. Auf einem Schiff, zerschmettert vom Sturmwall natürlich. Wie alle anderen hier auch. Vielleicht hast du es vergessen. Könnte auch sein, dass du durch einen Schlag auf den Kopf getötet wurdest. Aber das vergeht schon. Deine Seele ist stark. Nur das zählt. Die meisten haben nicht so viel Glück wie wir. Sie werden als etwas anderes wiedergeboren. Als Verderbte. Oder als etwas noch Schlimmeres. Aber bitte. Wir sollten uns nicht mit solch düsteren Angelegenheiten befassen.
Da gebe ich dir recht. Aber du musst doch am Verhungern sein. Ich schlage mir nach dem Sterben immer den Bauch voll. Wir müssen deinen Bauch füllen, bevor du noch ganz abmagerst. Keine Sorge. Direkt in Strandnähe streunen viele Wildschweine herum. Sie sind zwar etwas mager, aber saftig, wenn man sie richtig kocht. Ja, und du brauchst auch ein Häutemesser. Denn Wildschweinhaut schmeckt größtenteils borstig. Sammle Feuersteine und Holz. Okay. Komm dann zu Oda und mir ans Lagerfeuer. Sie wird dich sicher kennenlernen wollen. Machen wir genau so. Alles klar, also hier ist sozusagen der Hub, ne? Wenn wir sterben, kommen wir mal wieder hier zurück, nehme ich mal an. Ist doch gar nicht so ein schlechter Ort. Und Wildschweine en masse. So, wir brauchen natürlich auch Steine. Immer gut in so Survival-Situationen alles direkt mitzunehmen. Es sei denn, man hat zu wenig Tragekapazität, dann ist es natürlich Quatsch. Aber ansonsten immer alles mitnehmen. Man braucht es früher oder später sowieso und dann hat man es, wenn es hier so rumliegt. So. So, das Häutemesser, das wollten wir mal machen. Was brauchen wir dafür? Haben wir doch alles, oder? Dann können wir das doch bauen. Herstellen. Sieht gut aus. Wir bauen ein. Reicht. Ausrüsten. Dankeschön. Mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und jetzt gehen wir mal auf Wildschweinjagd. Er hat doch gesagt, hier... Nicht gesagt, am Strand. Ziel erfüllt. Ah, guck mal hier, da. Hi. Der ist ja völlig arglos, es tut mir leid. Ich kröste ihn direkt, guck mal. Okay, das ist in der Tat sehr cool. Eigentlich muss ich ihn jetzt gar nicht mehr braten. So, jetzt wird er gehäutet direkt. Sehr schön. Jetzt gehen wir zurück. Jetzt können wir den auch wahrscheinlich schon direkt hier abgeben. Hallo! Zeig mal, was du da hast. Ein primitives Messer. Aber ganz ordentlich gemacht. Dankeschön. Das ist mein erstes. Natürlich ist es gut gearbeitet, oder? Es wurde ja auch nach meinen Anweisungen gefertigt. Er ist sehr bescheiden. Scheint wohl eher ein Naturtalent zu sein. Gut, Fremdling. Du wirst Verstand und Geschick brauchen, wenn du auf Eternum nicht verkümmern willst. Die Stadt Pridewin am Ende der Straße ist weitgehend sicher. Aber hier draußen sind wir auf uns allein gestellt. Kommst du aus der Stadt? Ich war noch nie gut für das Dorfleben geeignet. Aber viele hier suchen den Schutz einer Gemeinschaft, um sich sicher zu fühlen. Sie machen sich etwas vor. Auf Eternum ist man nirgends sicher. Wir mögen dem Tod entkommen. Aber Schmerz, Leid und sogar Wahnsinn lauern überall. Ja, wir sind alle ein klein wenig verrückt auf dieser Insel. Aber ich nehme an, dass der Hunger gerade deinen Geist vereinnahmt. Ja, die widerspenstigen Biester zertrampeln alles, was sie sehen. Du musst nicht weit gehen, um sie zu finden. Erlege und heute ein... Doch, ich würde sagen, die Hälfte haben wir ja schon gemacht. Jetzt wollen wir mal hier eine kleine Ration, ja, finde ich gut, herstellen. Was? Achso. Ne, erstmal das herstellen. Kleine Ration haben wir gemacht. Und, Wer nicht jagt, bekommt... Achso, ich dachte, wir hätten das... Oh, wir sind Stufe 3. Das ist schon mal Hammer. Das heißt, wir können hier mal ein bisschen was machen. Waffenführung. Und können unseren Feuerstab hier nochmal aufwerten. Wir können sogar beides machen vielleicht. Ja. Nehmen wir. Dann lass uns nochmal gucken. Zack. Ich finde, wir haben das eigentlich schon gemacht. Zack. Ausrüsten. L1 plus X. Ah ja, okay. Aber haben wir das jetzt... Wer nicht jagt? Okay, das ist noch nicht leider. Wenn ich an diese Wildschweine denke... Na gut, sie wollen das noch nicht so wirklich gelten lassen. Dann holen wir uns einfach ein anderes Wildschwein. Hier, was ist denn mit dir?
Brat. Fantastisch. Dann machen wir das in der richtigen Reihenfolge. Fertig. Dann müssen wir das jetzt nochmal braten. Und dann erst dürfen wir das abgeben. Alles in der richtigen Reihenfolge. Gibt ja auch Erfahrungspunkte, ne? Okay. Herstellung fortsetzen können wir, glaube ich, gar nicht, weil wir... Ah, doch, wir haben noch ein bisschen was. Dann machen wir das doch zu Ende. Mehr haben wir doch jetzt nicht, ne? Nee. So, jetzt können wir mit ihm reden und vielleicht auch mit ihm teilen. Die Jagd war erfolgreich. Und es riecht, als wäre es auf den Punkt gegart. Wenn etwas übrig bleibt, nur her damit. Wir wollen es schließlich nicht verkommen lassen. Erleg und koch dein eigenes Wildschwein, du Faulpelz. Was übrig bleibt, kannst du für dich behalten. Ich würde aber auch teilen. Oder will mich natürlich nur aufziehen. Ich will einfach kurz zu Kräften kommen, bevor ich mich wieder auf den Weg mache, um die Verderbten wieder zu strecken. Okay. Wenn Wesen wiedergeboren werden, kann sich das Böse ihrer Seelen ermächtigen. Sie sind wie Dämonen, die nur von dem Wunsch getrieben werden, ihren Wahnsinn weiterzugeben. Ah, ich dachte, du wüsstest es. Das Wrack deines Schiffs befindet sich direkt am anderen Ufer. Aber dort gibt es nichts und niemanden mehr, das gerettet werden könnte. Uns bleibt nichts anderes übrig, als deine Mannschaft zu erledigen und zu hoffen, dass keiner von ihnen zurückkehrt. Halte deine Waffe bereit. Solange sie dich nicht umzingeln, hast du wenig zu befürchten. Alles klar, das mache ich. Untersuche den Untergang der Ehrgeiz und töte deine verderbten Mannschaftskameraden. Das finde ich sehr gut. So, wir haben eine neue Ausrüstung hier, diese Stiefel. Oh, die sind schön. Zack. Machen wir genau so. Was ist hiermit? Wir haben doch volles Leben, oder? Ja, wir müssen noch nichts essen. Gut, dann suchen wir mal die Bösewichte. Was ist das hier? Achso, sei mal vorstellen. Hier sieht man schon so eine Schneise, ne? Da müssen wir aber hin. Tut mir leid, Leute, dass es so weit kommen musste. Es war nicht meine Idee. Zoomen. Oh, einzoomen. Je nachdem, wie man zu spielen bevorzugt. So, guck, da sind die schon. Ah, oh, es tut mir wirklich leid. Gute Reichweite mit dem Feuerzauber auf jeden Fall. Also, kommen die gar nicht auf mich ran, an mich ran auf diese Art und Weise. Da geht das ja aber herrlich schnell. Oh. Der hat versucht, zickzack zu laufen, hat ihm gar nichts gebracht. Da ist noch einer. Treffen wir den von hier? Oh, der schläft. Müssen wir etwas Höheres. So. Das war das letzte Mal, dass er geweckt wurde. Und da oben, was ist mit dem? Können wir die eigentlich looten? Ah, nee. Oh, warte mal, doch. Ist hier Loot, diese Keule da? Nee. So, der da oben. Der wirft auf irgendjemandem irgendwas. Das gefällt mir nicht. Das finde ich nicht in Ordnung. Das ist auch ein Mage. Oh, was macht der? Vergiss es. Feuerstab auf 4, sehr gut. Können wir gleich Punkte zuweisen. Aber wir müssen ja noch ein bisschen aufräumen. Wir müssen leider alle... Achso, jetzt muss ich erstmal mit warten. Dass ich den wieder benutzen kann, den Feuerzauber. Was haben wir hier? Vorratsversteck. Gehört mir. Alter Fischzwieback. Sollen wir mal den anderen ausprobieren? Den hier? Oh ja. Der hat auch eine schnellere Reload-Geschwindigkeit. Der ist eigentlich gut, um reinzugehen, ne? So, zack, erstmal den.
Warte, eine Sekunde noch. Jetzt gehen wir mit dem rein, machen richtig Damage und dann kriegen wir den Rest weg. Au! Die hat in ihrem letzten verzweifelten Versuch, was zu machen, mich noch beworfen. Ah, Mage macht das hier auf jeden Fall ganz gut. Die sind nicht homing, die Feuerbälle. Also wenn die sich bewegen, können die auch ausweichen, so scheint es mir. Wir haben einen Erfolg freigeschaltet und jetzt haben wir richtig aufgeräumt. Dann wollen wir natürlich dementsprechend auch looten. Wir haben den Auftrag schon erfüllt, wir hätten ja nur 5 platt machen müssen. Aber... So, erstmal Fähigkeiten. Kochkunst, ja, das ist gut. Waffenführung, so. Feuerstab, was können wir denn jetzt hier machen? Ey, fuck! Fuck, Brigitte! Wer bist du denn? Du bist gespawnt, gerade neben mir! Brigitte! Brigitte ist einfach mal so neben mir gespawnt. Ich sollte vielleicht nicht hier anfangen, meine Ausrüstung. Ja, die kommen nämlich alle wieder. Die respawnen relativ zeitig. Ob hier noch irgendwas zu holen ist. Tschüss. Ist verlockend, weil es natürlich auch schön XP gibt. So. Bootsfrau Brida. So. Tschüss! Aber ich glaube, hier ist kein Loot mehr. Nee, scheint mir nicht so zu sein. Dann gehen wir jetzt zurück. Wir haben ja auch die Quest erledigt. So, gehen wir mal nach Hause. Die anderen sind mir jetzt egal. Oder verfolgt der mich jetzt? Ja, der verfolgt mich. Ja, dann musst du leider gebraten werden. War gar nicht meine Absicht, aber ich wollte eigentlich nur nach Hause. Selber schuld. Und die Quest geben wir ab. Aber bevor wir das machen, gucken wir noch einmal ganz kurz. Alles klar. Also, wir haben jetzt ein paar Punkte, die wir verteilen können. Ich nehme mal an, das hier ist gut für die Intelligenz. Der Feuerstab skaliert mit Intelligenz. Also ballern wir auch alles auf Intelligenz, ist doch klar. Konzentration eventuell. Ach, ist Lebensstab. Ja, wir machen natürlich jetzt alles auf Intelligenz, ist doch klar. Und hier haben wir auch noch Punkte, die wollte ich mir jetzt mal in Ruhe angucken. Also, Feuerballtreffer fügen nun einen Stapel Glimmen zu, was alle halbe Sekunde, 6 Sekunden lang 5% Waffenschaden verursacht. Okay. Was haben wir hier? Meteoritenschauer. Oh, nice, das will ich haben. Was brauche ich dafür? Ist auf jeden Fall geil. Kann ich mir wahrscheinlich noch nicht... Ah, doch! Kann ich mir leisten. Und das? Einäscherung. Oh! Oh, das ist super für den Nahkampf. Aber ich kann nicht so viele... Zauber gleichzeitig führen. Schwere Angriffe stellen nun bei einem Treffer 5% meines Manas wieder her. Das ist gut. Alle Angriffe fügen Zielen mit Verbrennung oder Glimm 10% mehr Basisschaden zu. Ist das nicht auch was Gutes, wenn man das dann so kombiniert? Einäscherung, das ist halt Nahkampf, ne? Aber ich hab Bock auf Meteoritenschaden, das klingt irgendwie super. Und was können wir hier noch machen? Machen wir das doch und dann haben wir noch was? Nö, das war's. Okay. Dann zurück zu unserem Freund und berichten wir, was wir gesehen haben. Siehst du, oder? Ich wusste, unsere neue Bekanntschaft hier würde sich als würdig erweisen. Absolut. Wer könnte einen Neuling besser in die Wege von Eternum einweisen als wir?
Dennoch hören die Lektionen auf der Insel nie auf. Unser Leben dauert an, aber die Zeit schreitet voran. Mhm. Auch jetzt ändern sich die Dinge. Und zwar zum Schlechteren. Jede Stunde kommen mehr Schiffe. Und Horden von Verderbten steigen aus den Wracks. Vielleicht müssen wir dieses Zeltlager aufgeben. Ach, musst du so düster sein? Du vergraulst noch unseren Neuankömmling. Wir finden immer einen Weg dadurch, oder? Absolut richtig. Vor ein paar Minuten habe ich sogar Pistolenschüsse gehört. Vielleicht sind noch andere in den Trümmern, die ihre Seelen noch nicht verloren haben. Den helfen wir jetzt. Stimme zu. Hier gibt es viele Schiffswracks. Aber wenn wir uns beeilen, können wir sie alle bis zum Ende des Tages abklappern. Okay. Hör auf, so dickköpfig zu sein, Elstrom. Auf diese Schiffe werden weitere folgen. Bis du die Ursache der Verderbnis gefunden hast, wird es nur noch schlimmer. Aha, ja. Wir werden ausschwärmen. Du kannst nach Überlebenden suchen. Ich muss nach der Quelle dieser Bedrohung suchen, wie Oda sagt. Ich bin mir nicht sicher, was das größere Risiko darstellt. Beides scheint mir nicht klug. Ich bleibe an Ort und Stelle, genau hier. Okay. Na, tut mir leid, dass wir nicht gemeinsam losziehen können. Ja, ist kein Problem. Wenn du nach Überlebenden suchst, finde ich unsere nächste Herausforderung. Finde ich gut. Wir treffen uns wieder hier. Absolut richtig, so machen wir das. Dann gehe ich mal los. Wir sollen nach Überlebenden suchen. Okay, das ist in diese Richtung. Dann legen wir los. Haben wir jetzt ja einen neuen Zauber im Gepäck. Ist ja auch in direkter Nachbarschaft. Könnte hier so schön sein, alles ohne die ganzen Bösewichte, ohne die Wracks und die Dunkelheit und die Verderbnis. Jetzt habe ich einen schönen Ort. Hallo, ist hier jemand? Heidi ist da. Hallo. Wir sind immer noch Was? Miteinander verbunden. Warum denn das? Oder hast du das schon vergessen? Ja, für einen kurzen Augenblick. Ich konnte so viel von dir lernen, auch deine Schwächen. Ja, das ist nicht schlimm. Ich kann mich ja verbessern. Aber erstmal... Oh, was ist mit dir? Bist du böse? Ja. Oh, wollen wir da mal den hier machen? Nice. Der Meteorit gefällt mir. Der hat natürlich eine sehr hohe Abklingzeit, aber... So. Und tschüss. Und. Ah, tschüss. So, okay. Oh, der hat hier ein Säckchen liegen lassen. Ein durchnässtes Beil. Und den. Das Vorrat hier. Alles klar. So, wer ballert denn hier so rum? Dem muss ich wohl mal Einhalt gebieten. Hallo! Fress Blei, ihr Bastarde! Ah, okay. Tja, hier bin ich also. Kämpfe gegen die Dämonenhorden und frage mich. Wie zum Teufel soll ich jemals wieder runterkommen? Na, was meinst du? Hilfst du einer Maid in Not? Ja, das machen wir. Wer ist die denn eigentlich? Ach, oh, okay, fuck. Ja. So. Bitteschön. Gern geschehen. Endlich zurück am Strand. Vielen Dank. Gern geschehen. Grace O'Malley. Okay, Grace O'Malley. Dir vertraue ich ungesehen. Wo bist du denn, Grace O'Malley? Unter dem Schiff entlang. Ich komme, Grace. Die hat ganz schön Pace, die Grace. Was hast du da versteckt? Hey, Grace. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich mich freue, einen echten Menschen zu sehen. Mhm. Ich dachte schon, ich wäre ganz allein hier. Der Rest der Welt ist komplett übergeschnappt. Perfekt. Ich dachte mir schon, dass es irgendwo auf diesem Felsen noch jemanden geben muss. Ich wollte mich auf die Suche machen, sobald ich hier fertig bin. Aber ich lasse sicher nicht so viele frisch gestrandete Schiffe einfach so links liegen, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Das ist sehr nachvollziehbar. Das ist nicht mein erstes Wrack, weißt du? Wenn ich eins gelernt habe, vorausschauend handeln und immer ein Auge auf den Horizont richten. Okay. Hier winkt reiche Beute, zahllose Schätze, die Kapitäne und Mannschaft an Bord gehortet haben, wenn man weiß, wo man suchen muss. Natürlich, diesen alten Schurken kann es egal sein und ich brauche ein neues Schiff, eine neue Mannschaft. Das kostet Geld.
Ja, das sehe ich ein. So gefällst du mir. Abgemacht. Hälfte, Hälfte. Ich muss zurück auf mein eigenes Schiff, um zu retten, was zu retten ist. Aber das Wrack da drüben habe ich noch nicht durchsucht. Das gehört mir dann aber alles, was ich da finde, oder? Der Offizier ging in diese Richtung, aber ihm ist etwas zugestoßen. Pass auf, dass dir das nicht passiert. Nimm die Schiffsinventarliste und alle Wertsachen mit und triff mich auf der anderen Seite. Mhm. Aber wie gesagt, jetzt nicht Hälfte, Hälfte, das ist dann mein Loot, ne? Nicht, dass du jetzt gleich... So, was ist denn noch für uns gar nicht so schlecht? Konstitution ist mehr Leben, das ist wahrscheinlich immer gut. Konzentration ist ja eigentlich für so Magier auch nicht schlecht. Aber ich glaube, das ist tatsächlich in dem Fall... Ist für uns nur Intelligenz interessant. Was ist denn hier für ein Punkt? Bei 25. 5% Schaden bei Angriffen von hinten und zufälligen kritischen Treffern. 10% Geschwindigkeit beim Ernten. Okay. Und Konstitution. Ja. Also jetzt, klar, beides gut, ne? Lass uns mal vielleicht ein bisschen auf Konstitution gehen. Dann kriegen wir mehr Lebenspunkte, soweit ich das verstehe. Ja, 964. Das ist doch gar nicht schlecht. Und dann lass uns nochmal auf... Oh, Reittiere. Oh, guck mal. Irgendwann kriegen wir schöne Reittiere. Boah, hier, was ist das denn? Spektrum. Okay. Aber was ich eigentlich gucken wollte ist, hier, wir haben nämlich eine neue Hose. Können wir die vergleichen? Ja. Ja, die ist doch deutlich besser. Die Hose rüsten wir mal sowas von aus. Und, ah nee, warte. Die war auch besser, ne? Ja, die war auch besser. Klaro. Jetzt haben wir... Was können die denn genau? Rüstung, Intelligenz, ja. Gut, Intelligenz plus 3, Intelligenz plus 3. Ja, Hammer. Plus 9 Bonus Intelligenz. Bin ich Fan von. Was ist denn jetzt hier eigentlich los? Ah. Das ist gut. Dann gehen wir zu diesem sagenumwobenen Wrack. Oh. Okay. Das ist schon wieder ein bisschen zäher da, der Freund. Ah, was ist das denn? Ja. Leider verbrennst du gerade. Der hat noch Rüstung übrig, oder was? Ja, das. Der war recht zäh. Jan Soons Anker. Was ist das? Was kann der? Aha. Kriegshammer. Ja, die kann ich, glaube ich, nicht so nutzen. Vielleicht kann ich das vergleichen. Ist ja nicht für meine Klasse, ne? Kann ich vielleicht verkaufen. Oh, der Feuerstab. Das gefällt mir, dass der levelt. Das macht Spaß. Level mal schön weiter. So, was können wir hier noch machen? Was haben wir hier? Die Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer mit Feuerstabfertigkeiten steigt. Ja, das ist doch Hammer. 10% auf alle Attacken, oder was? Das ist ja mega mächtig. Verleiht Mut. Ja, mehr haben wir aber nicht jetzt gerade. Okay. So, nachdem wir den ersten Zwischenboss hier platt gemacht haben, finden wir diese Liste, genau. La Roussette's Manifest. Wir sind vom Honfleur aus mit voller Fracht losgefahren. Wir hatten Dinge von unermesslichem Wert aus Paris als Geschenk für die Soldaten beim neuen Fort geladen. Darunter einen silbernen Armleuchter vom Hof unseres guten Königs Heinrich, einen gesegneten Kelch von Bischof Richelieu aus der Kirche in Luçon und ein Astrolabium von Samuel de Champlain, das er auf einer früheren Überquerung des großen westlichen Meeres dabei hatte. Marcel Dupont. Ja. Nehme ich. Geschichten aus dem bereits gelesen. Sehr gut, ist hinzugefügt. Jetzt müssen wir... Muss ich das noch... mitnehmen? Nö, das bleibt da liegen. Okay, ich höre schon wieder Bösewichte hier. Oh, Schweini. Ah, Schweini darf überleben. Ja, aber hier höre ich doch irgendwas. Labdeile. Warte mal ganz kurz. Ah, da. Ich kann das Schwein leben lassen.
Hammer. Dann hier ist irgendwas. Oh ja. Das ist der Kelch. Oh, wer ist er? Das ist... Ist das der gleiche von eben? Kann der mich überhaupt hier oben erreichen? Er ist nur sauer, aber... Weiß nicht, ob er mich erwischen kann hier oben? Nö. Kann ich ihn denn erwischen? Die Respawn-Rate ist relativ... Alter, ist... Was ist das denn? Jetzt hat er schon wieder volles Leben. Ah, die haben wir, glaube ich, eben schon besiegt. Dann soll der mir doch den Buckel runterrutschen. So, da oben habe ich stattdessen meine Questziele. Die sind mir jetzt gerade wichtiger. Auch wenn er da vor sich hin genurmelt. Was haben wir? Astrolabium. Sollen wir nochmal mit Grace sprechen? So. Oh ne, das ist außer Reichweite, okay. Aber wenn wir die nochmal platt machen, kriegen wir wahrscheinlich noch weiteres Loot, ne? Und Loot ist gut, ist immer meine Meinung. Warum nicht? Makanok. Warte mal, wie mache ich das denn am smartesten? Wenn ich ihn erstmal von hier und dann gehe ich runter. Jetzt muss ich hier runter, damit das nicht gleich das gleiche passiert wie eben. Ah ja, das wollte ich gar nicht beenden. Ah, das war's. Krieg ich nochmal Loot? Nee, schade. Aber ich glaube ein bisschen XP vielleicht. Dann gehen wir mal zu der guten Grace O'Malley. Und berichten ihr von unseren erfolgreichen Beutezügen. Hey Grace! Es geht ab. Da bist du ja. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Das Wichtigste zuerst. Was hast du gefunden? Alles meins. Lass mal sehen. Ja, das ist ein hübsches Sümmchen wert. Sobald wir eine Stadt finden, verkaufen wir es und teilen den Erlös. Okay. Leider hatte ich nicht so viel Glück wie du. Beim Wrack meines Schiffes wimmelt es überall von diesen verdammten rotäugigen Schurken. Es bringt Unglück, die eigenen Schätze zurückzulassen, aber ich komme gegen diese Bastarde nicht an. Ich mach das für dich. Sehr gut, das wollte ich hören. Keine Ursache. Du bist echt zäh, wenn du dir das zutraust. Aber ich will mich nicht beschweren. Hör zu, wenn du mir mein Zeug zurückholst, gebe ich dir sogar den größeren Anteil. 40-60. Ach verdammt, 30-70. Was sagst du? Also 70-30 quasi, aus meiner Sicht. Der Großteil unserer Fracht ging auf See verloren. Mein Logbuch habe ich mitgenommen. Aber ich will meine Flagge und mein Glückssteuerrad nur ungern zurücklassen. Holst du sie? Alles klar, das hole ich dir. Ist abgemacht. Und wir schauen mal ganz kurz hier rein. Wir haben ja Beute gemacht. Oh, ja. Ja, deutlich besser. Auch nochmal ein Bonus von 3 Intelligenz. Und bei der nächsten Quest kriegen wir auch so eine neue Haube. Okay. Let's go! Da, was ist mit denen da? Was ist, oh, warte. Level 4, ist mir egal. Oh, der hat mich getroffen. Wir müssen schon schnell sein. Die Respawn-Zeit ist, wie gesagt, hier relativ schnell. Achso, was macht die denn da? Hallo? Hopp. Und weggeflogen. Ey, das hat er überlebt. Dann. Und du auch noch. Ja. Okay. Wie viel gibt's hier noch? Jetzt müssen wir da mal langsam. Den Leder machen, weil ich befürchte, dass die sonst alle gleich wieder da sind. Dann als erstes hier, was haben wir? Die Flagge. Ah. Die Flagge von diesem verderbten alten Freibeuterschiff. Dann hier rauf. Hopp, hopp.
Und das Steuerrad, an dem sie so hängt. Haben wir auch, super. Jetzt gehen wir zurück, lass mal gucken, ob hier noch irgendwas Feines. Nope. So, dann. Zurück ins Zeltlager, da treffen wir uns dann. Und da kriege ich meine Belohnung, hoffentlich. Huch, was war das? Sieh, wie sie sich fügen, wenn sie merken, dass eine größere Macht an ihrer Schwelle steht. Mit der Verderbnis wird es ebenso sein. Mhm. Ja, die hat eine große Klappe, ne? Aber das zeigt auch, dass sie nervös ist. Das weiß ich, das machen die immer. Immer wenn sie glauben, sie müssen super viel reden, das ist, dann zeigt es, dass sie Angst haben. Hallo Leute, ich bin wieder da. Ich hatte richtig viel erlebt. Aha! Du kommst gerade rechtzeitig zurück. Und deine Überlebende hast du auch gerettet. Du wirst von Stunde zu Stunde legendärer. Dankeschön. Diese Grace O'Malley hat Temperament. Aber ihr gefällt unsere Zuflucht hier nicht. Sie hat mich primitiv genannt. Mich. Einen ehemaligen König. Das kann ich nicht gutheißen. Trotz ihrer Persönlichkeit könnten wir ihre Hilfe im Kampf gegen den Feind gebrauchen. Ich habe die Meereshöhlen entlang der Küste erkundet und dort viele Verderbte gesehen. Da drin rührt sich etwas Böses. Ich spüre es. Ich regel das. Als ob die blutroten Wolken über der Gegend nicht schon offensichtlich genug wären. Seit Tagen sage ich ihm schon, dass es von dort kommt. Ja, ja, ich weiß. Ich habe dir doch gesagt, dass ich nachsehen werde. Das habe ich jetzt getan. Von diesem Ort geht definitiv dunkle Energie aus. Ah, na bitte. Das ist wahrer Kriegergeist. Aber zusammen, er kommt mit. Wir werden uns gemeinsam in den Kampf stürzen. Du und ich. Okay. Schade nur, dass deine Piratenkameraden sich uns nicht anschließen werden. Ja, vielleicht später. Das arme Mädchen, das ist wohl reine Zeitverschwendung. Aber tu dir keinen Zwang an. Hey, lass dir nicht zu viel Zeit. Ich nehme diese Aufgabe an. So, jetzt haben wir aber erstmal hier noch einen kleinen Hut. Ey, was ist das? Das wollte ich nicht. Oh, wir können Skin auswählen. Für was denn? Nee, warte mal. Magische Waffen? Feuerstab. Oh, guck mal hier. Die sind alle schon freigeschaltet für mich. Oh, guck mal. Welchen wollen wir denn haben? So einen schönen bunten, so einen roten hier. Ui, der sieht auch imposant. Oh, hier, guck mal, der goldene. Diese, habe ich die alle schon? Fast alle. Das ist ja so relativ umfangreich. Guck mal hier, was ist das? Ja. Boah, Alter. Die darf ich fast alle nehmen. Okay. Dann, welchen nehmen wir denn? Qual der Wahl. Also... Oh, der hier, der ist schön weiß. Hier gibt es aber auch ein Rot. Der rote Adlerstab. Komm, wir nehmen diesen. So. Aber was ist denn mit den anderen? Das sind die Waffen. Aber es gibt ja auch noch Brust. Oh, Alter. What? Okay, das ist natürlich jetzt nicht so Magier-like, ne? Haben wir noch so Magier... Boah, die sind schon alle freigeschaltet. Okay, den darf ich, glaube ich, noch nicht. Oder? Ne, der ist im Shop, ne? Aber den finde ich ganz geil. Hier sowas, der sieht auch ganz nice aus. Boah, Alter. Was ist denn mit... Leichte, genau, wir sind doch so Magier. Wir sind ja ein Magier, wir müssen irgendwas... Magisches, irgendeine magische Robe. Oder hier sowas Keckes. Das finde ich ganz nice. Den müssen wir uns kaufen. Guckt euch das mal. Oh, hier, guck mal, so ein klassischer Gouvernantenanzug. Alter Schwede, gibt's da viel. Was will ich denn haben? Kann mich gar nicht entscheiden. Ich finde ja irgendwas Rotes ganz gut. Weil sie halt Heidi ist, ne?
Das sieht schon sehr viel imposanter aus als so ein Standard-Kleidchen. So, pass auf. Wie? Oh nee, das ist mir zu sehr eine Bäckerin. Aber gibt es irgendwas Hexerisches? Sehe ich irgendwas, wo ich sage, ja, das ist eine Hexe? Habe ich denn sowas hier auch eigentlich? Oh ja, offensichtlich ja. Ich darf auch die mit dem... Dann nehmen wir doch das hier. Nehmen wir doch das. Handschuhe. Da müssen wir auch auf leichte Handschuhe gehen. Und mal gucken, finde ich das passende Stück dazu? Welches ist das? Das muss ja schon auch ein bisschen ähnliches Rot sein, sonst beißen sich ja die Töne. Was ist das? Was ist das? Nicht zwangsläufig, aber könnte man natürlich nehmen. Oder halt so, ja, das ist nicht das gleiche Rot, ne? Die sind aber auch, passen auch ganz gut. Okay, dann Beinkleid. Alter Schwede. Dann nehmen wir doch das hier. Und Schuhwerk. Das ist ja offensichtlich dann die gleiche Geschichte. Gehen wir runter. Und was haben wir hier? Hier so was Rotes. Oh Gott. Ja. Oh, die finde ich ganz gut. Das sind richtige Piratenstiefel. Die hier. Okay. Sehr schön. Werkzeuge. Ist das... Oh, guck mal hier. Gitarren. Es gibt Gitarren. Das ist ja geil. Okay, dann müssen wir aber dann doch nochmal die Kopfbedeckung. Gehen wir auch hier. Oh, Kürbis und so. Passend zu Halloween. Ja. Finde ich ganz gut. So eine... Weiß vielleicht auch nicht schlecht ist, wenn man ein bisschen was von Heidi selber auch sieht. Oh, guck mal, hier ist der Hut. Okay, das ist natürlich lustig. Was haben wir noch? So einen kleinen Hut. Oh, hier ist das auch nicht... Oh, das ist aber auch cool. Den finde ich fast noch besser. Oh, der hat eine Feder. Sind beide nice. Der ist übertrieben groß. Hier gibt es auch so einen richtigen Piratenhut. Auch nicht schlecht. Guck mal hier. Wie viele Masken und so. So kann ich ja Ewigkeit hier einfach verbringen. Und mir die coolsten Sachen raussuchen. Ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Dankeschön. Heidi ist jetzt ganz neu eingekleidet. Aber ich wollte das hier noch ausrüsten. Die ist natürlich sehr viel... Oh, warte. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich da reingekommen bin. War das unter... Skin ändern. Da. So bin ich da reinkommen. Ne, jetzt müssen wir das, jedes Mal, wenn wir was Neues anlegen, muss ich das wieder auf die Art und Weise machen. Der ist auch nicht schlecht. Wir hatten aber den hier. Ich glaube, wir nehmen jetzt den. Okay, das muss ich dann immer wieder machen. Aber das finde ich gut. Auf diese Art und Weise kann man sein Wunschkostüm anbehalten. So, ich soll mit Grace sprechen. Die erkennt mich gar nicht wieder. Ich sehe jetzt ganz anders aus. Hey, Grace. Hey Grace. Oh ne, Entschuldigung, verwechselt. Ich laufe falsch. Bin an hier vorbeigelaufen. Hier, entschuldigen Sie bitte, Grace. Bin leider an ihn vorbeigelaufen. Hallo. Ich bin echt dankbar, dass du mir meine Flagge und all das zurückgeholt hast. Aber erwarte bitte nicht, dass ich gegen diese rotäugigen Dämonen zu Feld ziehe. Tapferkeitsmedaillen sind mir egal. Ich nehme lieber bare Münze. Deine einheimischen Freunde sagten, dass es ein Stück die Straße hinauf eine Stadt gibt. Ich werde dort die Beute verkaufen. Mhm. Ich verwahre deinen Anteil bis zu deiner Ankunft. Ich selbst werde auf ein Schiff sparen, mit dem ich dieser Hölleninsel entkommen kann. Okay. Pah, die beiden behaupten, dass es da draußen eine Art Sturmwall gäbe. Aber sie behaupten viel und ich glaube kein Wort davon. Abgesehen davon gibt es keinen Sturm, den Kapitänin Grace O'Malley nicht durchqueren kann. Ja, um ehrlich zu sein... Wieder. Komm doch mit, wenn du willst. Wie bei der Herfahrt ist das natürlich... Ich hoffe nur, dass du nicht endest wie diese Monster. Das wäre vorteilhaft.
Dankeschön. Keine Sorge, ich haue dich nicht übers Ohr. Du hast mir einen Gefallen getan. Ich bin dir was schuldig. Ich bin für dich da. Solange du am Leben bist. Ja, alles klar. So, dann geht's jetzt los. Wir kämpfen. Ah, hier mache ich mir nochmal die neuen Schuhe dreckig. Wir gehen lieber über den Felsen. Ah, hier ist alles matschig, korrumpiert. Haben wir noch eigentlich, warte mal, hatten wir... Ja, wir hatten nämlich noch einen neuen Punkt, den ich hier verteilen konnte. Oh, Intelligenz sind wir auf 32, aber das haben wir durch das Equipment. Deswegen ist das nur... Also wird das nicht quasi der Bonus aktiviert. So, hi! Bist du soweit? Ich bin soweit. Ey, Entschuldigung, zu weit gelaufen. War mein Fehler. Du hast es immerhin versucht. Deine Freundin hat überhaupt kein Ehrgefühl. Nee, null. Ich verurteile sie aber nicht. Oder ist gut. Genauso. Dann bleibt eben mehr Ruhm für dich und mich. Aber heute ist nicht der Tag, an dem wir uns in die Meereshöhlen stürzen. Da sind ja viel mehr Verderbte, als ich gedacht hätte. Ich habe noch nie so viele an einem Ort gesehen. Doch. Ich könnte es nicht ertragen, wenn ihr etwas zustoßen würde. Ich hatte mich darauf gefreut, mit dir verderbtes Blut zu vergießen. Verdammt! Ich kann dir doch nicht den ganzen Spaß allein überlassen. Ich hatte mir das schon gedacht, zerstöre sie. Dass er am Ende vielleicht doch noch kneift. Aber wir brauchen ihn auch nicht. Oh. Und die haben jetzt schon Level 5. Aber die sind ja auch dementsprechend besser geworden. Oh, was ist das? Sie werden erleben, was wahre Macht bedeutet. Die wahre Zukunft der menschlichen Rasse. Ja, ist schön, ich kämpfe gerade. Ich kann dir nicht zuhören. So, da habe ich sein Schild durchbrochen. Oh, den habe ich sogar noch getroffen. Tschüss. Gehen wir erstmal hier oben rauf, da haben wir einen besseren Überblick. Und sehen, da geiert einer rum. Ah. Oh, im Sprung. Im Angriff. Und die hat eine sehr gute Reichweite, die Heidi hier. Das ist gut. Das war eine gute Wahl, der Charakter hier. War eine gute Wahl. Was bist du? Tot bist du. Oh, Feuerstab. Können wir upgraden. Sollen wir das mal eben machen? Haben wir die Ruhe? Ja. So, was nehmen wir als nächstes? Oh, Reichweite wird erhöht vom Flammenwerfer, auch wenn wir ihn jetzt nicht so oft benutzen, aber... Ich bin mir nicht sicher, ob wir das... überhaupt jetzt noch ausrüsten können. Es scheint mir so, dass es 3 Fertigkeiten-Slots gibt. Und ich weiß ja nicht, was der beste ist. Wenn ein Feuerstab Glimmen Schaden zufügt, erhältst du für 2 Sekunden 10% Verstärkung. Haben wir nicht Glimmen hier aktiviert da? Ja. Dann könnten wir doch das in Kombination mit dem Glimmen. Scheint mir doch mal ein guter Defensiv. Spell zu sein. Dann geben wir mal das Säckchen hier. Eisstulpe der Verderbnis. So, gehen wir jetzt lang. Hier hoch. Oh, da machen wir den hier. Oh, das hat länger überlebt, als ich dachte. Da müssen wir mal den Schleier auf zertrümmern. Und? Lässt er mich hindurch? Ja, sehr schön. Vielen Dank. Sehr freundlich. Oh Gott. Warte. Oh, was ist denn das? Der hat neue Freunde mitgebracht. Autsch.
Au, ey, so haben wir aber nicht. So, geh weg. Oh, Priester, nach Hause mit dir. Und jetzt müssen wir den hier mal vernichten, schleunigst. Dankeschön. Huch, noch eins. Was ist das? Ey, was ist das? Okay, ich glaube. Oh, neue Schuhe. Gucken wir uns mal in Ruhe um. Jetzt haben wir. Ach, das war's schon. Da oben ist doch Loot, das sehe ich doch. Da leuchtet doch was. Komm ich da rauf? Ah, ne, ist nur eine Lampe. No Loot today. Da kommen wir sogar raus. Dann gehen wir erstmal los, bevor die Leute hier respawnen. Oh, hier ist Loot. Schaut mal. Danke. Oh, ich höre schon hinter mir, da kommen sie wieder. Muskete der Verderbnis. Die Kete. So. Ja, hier geht's wieder runter. Autsch. Autsch. Was mir gehört. Greifst meine Anhänger an. Siehst du, jetzt wird die schon stinkig. Meine Pläne. Ja. Jetzt die wird schon stinkig. Ja, und vorher war, was war vorher? So, was haben wir hier? Die müsste besser sein, aber ja, deutlich, ne? Oh, warte mal, die andere gibt 3 Intelligenz und die gibt mir 3 Konstitution. Aber die Rüstung ist schon deutlich besser. Die 3 Intelligenz ist echt, ja, wir rüsten sie mal aus, aber es ist schon so, dass ich natürlich eigentlich vornehmlich an Intelligenz interessiert bin. Kann ich eigentlich diese Ausrüstung... Die sehen ja jetzt anders aus. Kann ich das nicht dauerhaft einschalten, dass mir die da erhalten bleibt, der Look? Dass das so quasi... Oder wie ist das? Geht nicht. Muss ich jedes Mal sozusagen hier wieder rauf und dann das neu machen? Ja, das, darauf werde ich jetzt verzichten. Aber das sieht natürlich eigentlich viel schöner aus. Ich möchte, dass es dauerhaft ist. Kann man das denn nicht irgendwie machen, dass es dauerhaft ist? Sonst muss ich ja jedes Mal hier reingehen. Nö, nee. Wo ist denn... Egal. So. Elström, ich bin zurückgekehrt. Ihr habt den Auftrag abgeschlossen. Peace. So. Na, hast du mich alleine losgeschickt? Wie fühlt und sich das du an? Du lebst immer noch. Richtig. Als sich die Gewitterwolken verzogen, wusste ich, dass du triumphiert hattest. Und ich hatte mal wieder recht. Was hast du in den Meereshöhlen gefunden? Irgendeine Abscheulichkeit? Mein Ritual. Hast du Mistkeller niedergestreckt, ne? Richtig. Ha! Du bist erst seit kurzer Zeit hier und löscht bereits die Verderbten aus. Eine Heldentat, die einer Legende würdig ist. Dankeschön. Wir wollen nichts überstürzen. Ja, ich habe das schon zuvor erlebt. Mehr als nur einmal. Sie ist so eine Mahnerin, ne? Wenn die Verderbten in solcher Zahl auftauchen. Der andere ist immer sehr begeisterungsfähig und sie ist immer so ein bisschen, mahnt immer zur Vorsicht, nicht so schnell. In der Vergangenheit hat jemand die Verderbten in die Schlacht geführt, um ganz Eternum zu vernichten. Vor ihnen ist keine Seele sicher. In dem Fall wärst du wahrscheinlich nicht hier. Aber sei dir versichert. Ich kann die Botschaft überbringen. Deine Tapferkeit verdient eine Belohnung. Dankeschön. Machen wir so. Dann haben wir jetzt hier ein neues Spielzeug. Hä? Warten Sie bitte. Hatte ich nicht. Wurde mir nicht ein neuer Zauberstab in Aussicht gestellt? Ah ja, das ist der hier, ist der neue. Der ist ja deutlich besser. Deutlich besser. Der macht nämlich mehr Schaden. Der hat natürlich aber plus 3 Intelligenz. Ah, der hat plus 4 Intelligenz sogar. Bitte sofort ausrüsten. Ja, der hat jetzt natürlich wieder so einen Standard Skill. Skin, meine ich, Entschuldigung. Aber so ist es halt. So, jetzt sollen wir irgendwo hinreisen. 120 Meter. Ist ja nicht so weit. Tschüss, Wildschweine.
Huch, was hab ich gemacht? Komm näher. Ah. Du sollst die ganze Wahrheit erfahren. Ja, ich hör zu. Die Insel hielt seit jeher das Versprechen des Paradieses. Fernab aller Menschen, die als unwürdig für diesen Segen betrachtet wurden. Doch ich suchte nicht nach dem Paradies. Ich suchte nach Antworten, nach Erlösung von einem Leben voller Leiden. Und ich fand eine Wahrheit, die alles auf den Kopf stellte. Ich erhielt eine Kostprobe der verbotenen Frucht. Ich sah die Vision des wahren Potenzials der Menschheit. Ich musste diese uralte Ungerechtigkeit korrigieren und die Macht wiedererlangen, die uns gehörte. Dieses Ansinnen lässt das Herz der Berge unnachgiebig schlagen. Nach einem Jahrhundert der Vorbereitung beginnt endlich unsere Kampagne. Die Insel ist der Macht unserer Armeen bereits zum Opfer gefallen. Das Einzige, was ich nicht vorhersah, bist du. Du hast es gewagt, mein Geschenk zu stehlen. Dafür wird deine Seele den Preis bezahlen. Ich werde nicht ruhen, bis ich unser Schicksal zurückerlangt habe und bis ich der alten und neuen Welt wahre Freiheit bringe. Die ist komplett verblendet. Die ist komplett verblendet. Das ist einfach kompletter Quatsch. Ich muss sie leider ausschalten. Aber wenn ich das jetzt nochmal untersuche, kommt da nochmal der gleiche Film? Stimmt, oder? Aber ich weiß es nicht. Ich mach's nochmal, aber ich glaube, da kommt der gleiche Film nochmal. Ja. Die Insel hielt seit jeher. Können wir überspringen. So. Aber da können wir jederzeit, wenn wir was vergessen haben, nochmal nachfragen. Entschuldigen Sie, wie hatten Sie das noch direkt gemeint? So, jetzt müssen wir sehr weit laufen. Kurz können wir auch. Nee, wir können natürlich da nicht schnell reisen. Aber das ist die Map. Königsfels, Wachturm. Was ist das? Da geht Schnellreise. Guck mal. 0 von 10. Schnellreisepunkt. Okay, den haben wir noch nicht. Da müssen wir hin. Jetzt laufen wir natürlich hier straight durch das. Oh, wer bist denn du? Okay, vergiss es. Level 10, ey. Silberklauenwolf. Da sind wir ein bisschen gelevelt. Spuren lesen. Ah, noch so einer. So, braten, brat, Maxe. Oh, au, au, ey, hör auf! So, das Ding ist ganz praktisch tatsächlich. Ich gedacht, dass ich das so oft, aber es ist schon wertvoll, dieser Feuerstrahl. Und ein bisschen Rohleder, da kann man sich auch bessere Sachen craften dann, ne? So, komme ich hier runter ohne Schaden? Ja, ich glaube, es war auch Quatsch, dass wir da hochgelaufen sind über diesen Felsen. Wir hätten einfach den Weg entlang laufen können. Hallo, was ist passiert? Kann ich helfen? Hast du meinen Wagen gesehen? Die Wildnis von Eternum war nie sicher, aber die Straßen? So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Wildschweine sind aufgetaucht und haben meine Trüffel gefressen. Woher soll ich das wissen? Sehe ich aus wie ein Wildschwein-Gedankenleser? Bin ich nicht. Ich verkaufe doch nur Pilze und Kräuter. Aber eines sag ich dir. Die Biester haben mich für diese Saison ruiniert. Ach, das tut mir leid. Du meinst, du hilfst dem alten Frau? Ich helf dir.
Na, schau, sammle ruhig auch. Okay, ich soll ein paar Trüffel sammeln. Erstmal muss ich die Sichel ausrüsten. Da. Habe ich sie ausgerüstet jetzt? Ja, oder? Ja. Ah, schau mal. Das ist natürlich ganz gut hier gemacht. Dass man direkt das sieht. Sehr hilfreich. So sieht Trüffel aus. Ich habe, glaube ich, noch nie Trüffel wirklich gesehen. Ich könnte euch gar nicht sagen, wie Trüffel aussieht. Alles, was ich weiß, ist, dass es Trüffelschweine gibt. Dass die Dinger wertvoll sind und dass sie unter der Erde lauern. Und Schweine können die riechen, aufspüren, ausbuddeln. Und dann nimmt man den Schwein die weg. So. Das machen wir mal im Vorbeigehen noch. Gibt es auch bestimmt ein bisschen Erfahrungspunkte. So, einen noch. Was ist das? Oh, einfach ein ultra dickes Schwein. Tuareg, die Bestie. Nee, okay, alles klar. Brate dich, Tuareg. Nee, der ist Tuareg. Okay, alles klar. Kann das sein, dass der einfach überhaupt keinen Schaden nimmt? Dann geh doch deiner Wege. Wollte dir doch gar nichts. Nee, ich sammel. Hör auf, ich sammel Trüffel! Mann, was ist denn los mit dir? Was ist dein Problem? Ist dir völlig egal, dass ich ihn verbrenne. Dann geh jetzt aber auch. Dann bleib jetzt aber auch. Der will nicht, dass ich ihm die köstlichen Pilze hier klau. So, ist der noch hier? Nee, der hat doch gesagt, er wollte woanders hin, ne? Zur Stadt. Was ist das? Oh. Nicht. Hey! Was ist denn mit euch eigentlich los? Habe ich irgendwas gemacht, um euch zu verärgern? Ich bin doch extra an euren ganzen Freunden vorbeigelaufen. Bis auf diese eine Quest, die ich machen musste. Ansonsten habe ich euch doch in Ruhe gelassen. Warum habe ich denn so einen schlechten Ruf bei den Schweinen? Die sind alle ziemlich aggressiv. Ich habe einen neuen Punkt übrigens. Nee, hatte ich nicht was Neues? Da, zwei Punkte. Wir gehen natürlich jetzt mal auf Intelligenz. Ja, selber schuld. Einfach komplett selber schuld. Truthahn. Nee, das stört mich nicht beim Ausweiden jetzt. Vergiss es. Okay. Aber ich hätte mir gedacht, vielleicht mal ein neues Tier. Das könnte doch wahrscheinlich für die Erfahrungspunkte oder generell für die Erlebten. Nein. Ach Gott. Hätte ich gar nicht gebraucht, aber okay. Die sind hier einfach aggro. So, ich will den Truthahn noch mitnehmen. Was hat er denn? Ich mag das wirklich, dass man für alles, was man macht, XP-Punkte bekommt. So, hallo! Wir nähern uns, das sehen wir hier an den Bannern der Stadt. Da sind die, guck mal, da sind schon die großen Türme. Oh, ist das ein... Ist das ein Löwe oder ein Wolf? Das ist ein Wolf, ne? Schiefzahnwolf. Na gut. Lassen wir ihn leben. Okay. Guck mal hier. Das ist doch idyllisch. Das gefällt mir. Hier schlage ich meine Zelte auf. Hier nehme ich mir ein Apartment in irgendeiner sympathischen Schenke. Trinken wir ein Butterbier. Hallo, ich bin neu in der Stadt. Willkommen in Pridewind. Dankeschön. Das größte Königreich Eternums. Selbstverständlich. Also, genauer gesagt, ist es derzeit ein Regentschaftskönigreich. Aber das wird sich ändern. Dann kommst du vom Strand? Wir haben beunruhigende Berichte erhalten. Mhm. Nicht nur, dass der selbsternannte König dort unten herumsitzt. Nein, etwas noch Schlimmeres. Es stimmt also, Grundgütiger.
Warum muss es jeden Tag neue schlechte Nachrichten geben? Verstoßene Ritter, habgierige Bauern. Es nimmt einfach kein Ende. Und jetzt auch noch die Verderbten. Ja. Das Schlimmste ist, dass alles am Vorabend des freudigsten Ereignisses geschieht, das Prydwen seit 400 Jahren erlebt. Seit 400 Jahren? Worum geht es? Um nicht weniger als die Rückkehr des wahren Erben. Ich? Sir Gawain. Achso. Er nach hunderten Jahren zurück, um den Thron von Hochkönig Artorius zu beanspruchen. Aber natürlich hat Ritterregentin Jin Jay offiziell immer noch das Sagen in unserer schönen Stadt. Tatsächlich wird sie interessieren, was du vom Strand zu berichten hast. Na gut. Aber keine Eile. Die Schiffbrüchigen willkommen zu heißen, hat in Prydwen Tradition. Schau dich gerne um und statte dem Gasthof Fürstenaufgang einen Besuch ab. Alles klar. Ich habe gerade einen ziemlich zwielichtigen anderen Neuankömmling dorthin geschickt. Ich habe ihr kein Wort geglaubt, wie du dir sicherlich vorstellen kannst. Du meinst Grace O'Malley, oder? Melly. Klingt nach ihr. Seemannsgarn, wenn du mich fragst. Du solltest dich besser nicht mit ihr abgeben. Äußerer Schein und all das. Also noch einmal. Willkommen in Prydwen. Dankeschön. Schau im Gasthof und... Machen wir, werter Herr. Was? Gebietsruf? Achso, da muss ich wahrscheinlich... Quests erledigen und dann ja, sieht doch gut aus. Achso, warte, da war noch was. Karte. Ja. Da müssen wir hin. Ja. Machen wir das doch. Bist du der Typ? Ja, ne? Ja, hallo. Ah, da kommt ja meine Rettung in der Not. Oh, das sind ja mehr Trüffel, als ich verloren habe. Ich hoffe, es war nicht allzu schwer. Behalte die Sichel für die Umstände. Und falls du jetzt öfter Kräuter sammeln gehst. Wir haben da vielleicht einige so Streamerinnen und Streamer-Charaktere synchronisiert? Was haben wir denn hier? In diesem Spiel? Was guckst du denn so? Warum sagt man wohl Ritter in glänzender Rüstung? Es könnte auch Ritter in kaputter Rüstung oder Ritter mit rostigem Schwert sein. Nein, als Held muss man sich gebührend kleiden. Komm, meine Kleidung dabei helfen. Transmogieren? Achso, aber das kann ich doch hier sowieso schon mal. Ich brauche keine Transmogation. Dankeschön. Was war das Warum andere, sagt was man, wo, du... Nein. Als Held muss X. man... Eine echte Diva verrät ihre Geheimnisse. Besuche mich öfter. Ah, okay. Das merke ich mir. Vielleicht ist das dauerhaft, wenn ich es transmogiere. Oh, guck mal hier. Oh, wir können gerben. Raus Leder. Was können wir denn machen? Wenn wir das jetzt machen, dann kriegen wir Erfahrungspunkte. Im Gerben. Wir können jetzt auch mal richtig viel Rohleder. Die Frage ist, ob das... Das Einzige ist, was wir daraus machen können. Okay, das können wir erforschen. Da fehlen uns aber ganz offensichtlich Plan. Anormaler Knochen. Bizarrer Knochen. Das können wir alles nicht machen. Können aber das halt machen. Und dann können wir, wenn wir mal mehr machen, dann müssen wir eigentlich da. Jetzt haben wir nämlich 572 XP auf Lederverarbeitung und sind jetzt Stufe 5. Ich weiß nicht, ob wir vorher auch schon Stufe 5 waren. Wollen wir jetzt den Rest auch noch machen? 7. Dann. Welches Level haben wir danach? Oh, guck mal, Level 7. Ah, das ist doch gut. Was haben wir hier? Das ist. Okay. Arcanum Archiv, Feuerstab Eisen. Erstherstellungsbonus verfügbar. Was brauchen wir denn dafür? Bauholz, Eisenbarren, Leder haben wir. Feuer, Arcana. Haben wir alles nicht. Okay, aber man kann sich dann schöne Rüstungsteile irgendwann selber bauen. Oder Waffen. Ist das hier in diesem Haus? Ja, das ist doch das Gasthaus zum Sichelmond. Nee, Fürstenaufgang heißt der. Hallo, Demetrius. Willkommen beim Fürstenaufgang. Schlafe hier. Ich hätte erst Bitcoin gelesen, ne, Biton. Möchtest du ein Zimmer? Dann bist du hier richtig. Okay, dann gib mir ein Zimmer. Ich melde mich an.
Respawn-Punkt aktiviert. Und mein Rückrufpunkt. Sehr schön, was hast du noch? Beim Fürsten auf. Achso, haben wir schon gemacht. Schlafe hier und okay, wir sind hier angemeldet. Das Vitae Aeternum Pact. Komitees sind das allerletzte. Ich hasse Komitees. Pfefferminz-Komitees. Habe ich schon immer. Wenn zwei oder mehrere Trottel zu ängstlich oder zu dumm zum Handeln sind, dann bilden sie ein Komitee. Wider besseren Wissens habe ich dem Pakt der Fraktion zugestimmt. Ich dachte, die gemeinsame Bedrohung durch die Verderbnis wäre offensichtlich genug, um uns zum Handeln zu zwingen. Doch jedes Mal, wenn ich einen gemeinsamen Angriff vorschlug, blockierten mich die Feiglinge. Das Syndikat versteckt sich hinter ihrer Bürokratie und das Bündnis hinter solchen Kirchenstühlen. Dabei ist das alles nur Politik und Getue. In der Zwischenzeit verlieren wir jeden Tag mehr und mehr gute Leute. Ich muss gehen. Es ist an der Zeit für eine andere Strategiebesprechung. Ich hasse Komitees so sehr. Okay. Hi, da bist du ja. Ah, ein vertrautes Gesicht. Mm-mm. Wird auch Zeit, dass du kommst. Mhm. Hier befinden wir uns in einem kleinen Dorf direkt aus dem Mittelalter. Liegt es an mir oder ergibt auf dieser Insel wirklich gar nichts Sinn? Ach, zweifellos. An einem Ort der Unsterblichkeit sollte es doch etwas ruhiger sein. Wenn nicht sogar geistlos. Nicht, dass es mir gefallen würde. Nee. Aber selbst hier kommt es auf kalte, harte Münzen an. Man hat sie oder nicht. Das ist das Wichtigste. Wir beide sind knapp bei Kasse, aber ich habe unsere Beute verkauft. Hier ist dein Anteil. Danke, das ist auch Fairplay. Niemand soll sagen, Grace O'Malley bezahle ihre Schulden nicht. Okay. Nun, ich habe dir gerade eben Geld gegeben. Du solltest es ausgeben. Kauf dir... Ja, da draußen gibt es einen Handelsposten, ein erstaunlich lebhafter Markt. Du solltest dir den Handelsposten und das Lager ansehen. Okay, dann machen wir das doch. Dann kann ich ja endlich mal meine teuer verdienten Penunzen ausgeben. Was haben wir hier? Ich guck mal einmal noch, will mir das ja mal angucken. Oh, was ist denn das für eine Truhe? Oh, hier liegt noch was. Das Manifest der Marodeure. Unbändig. Fassen wir uns kurz. Wir sind die Marodeure. Wir halten keine Reden voller geschwollener Worte. Wir brauchen keine Predigten. Wir brauchen nur uns selbst. Diese Insel steckt voller Möglichkeiten für Leute mit Ehrgeiz, für Leute, die sich nehmen, was sie wollen. Reichtümer macht Respekt. Du möchtest diese Dinge auch. Jeder will sie. Wir sind nur ehrlich genug, es auch zuzugeben. Nichts ist gerecht. Nichts ist von Bedeutung, bis auf die Bedeutung, dass du etwas zukommen lässt. Die du, was? Achso, die du etwas zukommen lässt. Akzeptiere das. Wir sind die Meister unseres Sklaven und unseres Reichs. Die Welt da draußen ist unerbittlich. Sei kein Opfer, sei ein Marodeur. Okay. Das ist ein... Ah, guck mal, kann ich hier schlafen? Es ist so spät, ich gehe ins Bett. Und da steht sie. Und ausgeruht. Oh, sehr gut. Hier können wir uns hinsetzen. Hier ist noch ein kleiner... Was ist das? Die Klage des Händlers an meinen lieben Bruder Paolo. Wie ich die Zivilisten... Nee, wie ich die Zivilisation vermisse, wie ich die Märkte von Rialto vermisse, wo man alles Mögliche kaufen und verkaufen konnte. Stell dir vor, Azot zu einem in Europa üblichen Preis zu verkaufen. Denk nur an den Prophet Paolo, es bringt mich zum Weinen. Aber selbst der Binnenhandel ist auf dieser furchtbaren Insel nicht einfach. Der Sturmwall macht Seereisen riskant und wir wissen ja alle, was mit den Pferden passiert ist. Ich brauche wohl nicht zu sagen, dass sie in nächster Zeit keinen unserer Wagen ziehen werden. Also müssen wir zu Fuß gehen und unsere eigenen Karawanen ziehen. Die Geschwindigkeit des Handels ist auf Schritttempo begrenzt. Es ist einfach barbarisch. Wie sollen wir es ohne einfachen und uneingeschränkten Handel als Gesellschaft weiterbringen? Du brauchst nicht zu antworten, Paolo, das können wir nicht. Ein Leben ohne Profit ist sinnlos. Ja, haben wir das auch. Vielleicht wird das dann später nochmal relevant, dass wir jetzt hier diese Texte gelesen haben. Verzeihung, hier geht's runter. Und dann gucken wir mal, was ist das? Das ist geschlossen oder was? Was ist denn hier los? Ah. Ah. Hier können wir Sachen lagern. Müssen wir Sachen lagern? Nö. Tasche mit Talern. Und was hier? Okay. Wir brauchen... Ist das eine Einhandwaffe? Nee, Entschuldigung. Das sind Waffen, dann sind das wahrscheinlich zwei... Nee, magische Waffen. Da stand es doch gerade. Magisch. Ach, hat er keine? Doch, warte. Feuerstäbe. Da. Ha. Keine bestehenden Verkaufsaufträge. Ah, ist das vielleicht so eine Art Auktionshaus? Wo man dann von anderen Spielenden kaufen kann, ha? Wir können jetzt zum Beispiel ein Ei zum Verkauf anbieten. Oder ein bisschen alten... Zwieback.
Aber ist ja Quatsch, weil niemand ist da, der es kauft. Okay, da können wir jetzt leider noch nichts bekommen. So wie ich das richtig sehe. Überall steht keine. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Aber wir können wieder zurück für zu Dings. Kann ich eigentlich den Bauplan da mal wieder rausnehmen? Oder wo ist der denn? Was haben wir hier? Zwei verfügbare Gebietsrufpunkte. Neuen Königshof. Ah. Naja, guck mal, wir sind bald auf 600. Stufe 3. Ich glaube, wir sind schon ganz gut reingekommen jetzt. So, dann gehen wir wieder. War sie noch hier wieder? Da, nee, warte, da ist sie nicht. Da hinten ist sie. Die ist schon wieder weitergezogen. Die hat mich überholt. Sieh dir die Vorführung des Barden an. Oh, ein schönes... Oh, okay. Konzert. Oh. Das klingt ja richtig ansehnlich. Anhörlich. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich hätte gedacht, das ist ein einsamer Bade. In so einer Ukulele oder so. Aber das ist ja eine richtige Band. Okay, das war schmissig. Da will ich ja eigentlich nochmal... Hi, kannst du nochmal? Hier kommt jemand mit betörendem Gang und gefährlichem Grinsen. Ist das endlich eine von den Ahnen entsandte Muse, die mich inspirieren soll? Hm. Dann halt zu ihr zurück. Hi, Grace. Ein flottes kleines Liedchen, das den Ort absolut etwas überzeichnet, nicht wahr? Ich nenne diesen Ort sicher nicht mein Zuhause. Aber hey, du bist offenbar ziemlich beliebt. Dankeschön. Ein Bote der Ritterregentin hat nach dir gesucht. Ganz schön ausgefallen. Sie möchte sich unbedingt mit dir in der Festung unterhalten. Mhm. In der Stadt erzählt man sich, dass die Ritterregentin lediglich eine Marionette sei und ein gewisser Minister Lochnir in Wirklichkeit die Fäden ziehe. Und dann ist da noch die Sache mit dem wahren Erben. Das habe ich auch mitbekommen. Man sollte meinen, dass deshalb so viele Leute hergekommen sind. Aber laut dem Tavernenbetreiber fliehen sie bloß vor Problemen auf den umliegenden Höfen. Mhm. Interessant. Hört sich wie eine Plage an. Leute, die ganzen Schweine und Wölfe und so, ne? Mordlust in den Augen angreifen. Ach nee, um die geht's gar nicht. Im Gegensatz zu den rotäugigen Bastarden am Strand sind diese Leute nicht besessen. Die haben überhaupt keine Seele, wie es scheint. Ich habe dem Trottel nicht alles geglaubt, aber vielleicht entsprach ein Teil davon ja doch der Wahrheit. Ich würde lieber wissen, was die Ritterregentin dazu zu sagen hat. Vor allem, falls es um Geld geht. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Stufe 9. Jawohl. So, Stufe 9. Wir pumpen weiter Intelligenz. Ich will jetzt gefälligst... Ach, das haben wir jetzt ja schon. Warte mal, das ist doch aktiviert. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre vielleicht nicht aktiviert, weil wir durch die ganzen Kleidungsboni erst dahin kommen. Aber ich glaube, das ist die ganze Zeit aktiviert. Es leuchtet ja blau. Nö, das ist schon... Dann haben wir es. Aber es ist halt einfach unser Main-Attribut. Feuerstab und Eisstulpe. So, dann lass uns nochmal... Karte haben wir noch was. Aber können wir nicht vielleicht auch... Nö.
Hier ist nichts Neues. Warum eigentlich nicht? Punkte verfügbar. Ich hätte gedacht, wir haben schon einiges erledigt. So. Ritteragentin. Ist das hier die schnellste Richtung? 90 Meter. Nee, ne? Die ist innerhalb der Burgmauern. Oh. Durch die in die Festung müssen wir. Kommen wir hier über die Treppe dahin? Oh, was ist das? Ein weiteres Buch. Die Charta des Syndikats. Erwartungen übertreffen. Jede Welt ist an bestimmte natürliche Gesetze gebunden. Es ist Aufgabe der Wissenschaftler, diese zu ergründen. Dank Newton wissen wir, dass sich kleinste Elemente in größeren Dingen widerspiegeln. Das Lied der Kugel dieselbe Melodie hat wie ein fallender Apfel. Mit dem Mikroskop brach sich das Wissen um unsichtbares Leben Bahn. Dass es zu klein ist, um gesehen zu werden und doch alles umgibt. Diese Entdeckung verändert nichts an der Welt, denn es gab sie schon immer. Aber sie haben uns verändert. Die Menschheit, wir sind an ihnen gewachsen. Wissen ist transformativ. Es ist die größte Macht der Schöpfung. Es gibt noch so viel, dass wir nicht wissen über Aeternum. Warum sterben Menschen nicht? Was weckt die Verlorenen zum Leben? Wer waren die Ahnen? Wir müssen Fragen stellen, um Antworten zu finden. Wir müssen an der Oberfläche der geheimnisvollen Tiefen kratzen, die an diesem Ort auf uns warten. Alles muss untersucht und verstanden werden. Kein Preis ist dafür zu hoch. Sobald wir die Wirklichkeit verstehen, können wir sie verbessern. Alle rationalen Wesen sind im Syndikat willkommen. Schließe dich uns an, hilf uns, den Schleier zu lüften. Ja, ganz ehrlich, ich finde ja die Geschichte des Syndikats bislang die erstrebenswerteste. Auch Heidi ist eine Frau der Wissenschaft. So, hier, das sieht doch pompös aus. Guckt euch das mal an. Die haben schon von mir gehört und wollen jetzt, dass ich was für sie erledige. Machen wir natürlich. Damit können wir den Ruf verbessern, den wir in dieser Stadt haben. Die Ritter, Bergleute, seit Tagen kein Wort. Wir müssen herausfinden, was vor sich geht, Minister Lochnir. Die Leute sind eben abgelenkt. Die Rückkehr des wahren Erben ist in aller Munde. Als amtierende Regentin habt ihr Prydwen treu gedient. Das ist nun zwar etwas beunruhigend, aber schiebt eure Bedenken beiseite. Wenn der neue König bereit ist, sein Erbe anzutreten, ziehe ich mich gerne zurück. Aber erst dann. Natürlich. Dem vertraue ich nicht. Ich muss Lochnir ist misstrauenserweckend. Sie hingegen scheint mir eine integere Person zu sein. Ja, er guckt auch schon richtig abfällig. Den mag ich nicht. Direkt auf der Liste der uncoolen Leute, die ich jetzt unter Beobachtung stellen werde. Hallo, was war das für ein Typ? Ah, du musst die Person vom Strand sein. Sir Payne hält dich für ehrenwert und ich vertraue seinem Urteil. Aber ich möchte Berichte aus erster Hand. Wir haben an der Küste Spuren der Verderbnis entdeckt. Dachten aber, es handle sich um Einzelfälle und dass niemand so verdacht. Ich habe Dutzende getötet. Wollte ich zwar nicht hören, aber aus deinen Augen spricht die Wahrheit. Normalerweise tun wir alles, damit sich Neuankömmlinge in alles der ganzen gut. Aufregung um die Rückkehr des wahren Erben haben wir wohl die Hinweise auf die starke Gefährdung Prydwens ignoriert. Und dazu gehört auch die Nachricht von den Verderbten. Wobei mir gerade die vielen Vermissten und die vereidigten Ritter, die sich in den Minister Lochnir hat Späher entsandt, die aber ebenfalls nicht zurückgekehrt sind. Und ich fürchte, auch sie sind verschollen. Trotzdem rät er weiter zur Geduld. Lochnir, glaub dir. Kann ich irgendwie helfen? Das ist unhöflich von mir, meine ganzen Probleme bei dir abzuladen. Alles gut, ich höre gerne zu. Das würde ich bei einem Neuankömmling eigentlich nicht machen. Ist nicht schlimm. Aber da wir nur noch so wenige Ritter haben, kannst du mir... Genau das ist es ja. Das wissen wir nicht. Die Vorarbeiterin, Alia Musa, solltest du wirklich nichts dagegen haben. Schau doch bitte einmal nach Vorarbeiterin Musa und... Das machen wir. Da haben wir doch wieder eine schöne Aufgabe gefunden. Was ist das hier noch für ein Buch? Für die Zukunft von Prydwen. Du bist mehr, als du einst warst. Du hast König Dan Yongs vorzeitigen Tod beklagt. Du bist dem Schrecken der Kaiserin Tai Ying entkommen und du bist standhaft geblieben. Du hast dich an Konfuzius Lehren gehalten und dich hier wiedergefunden in einem Land, das einst von einem englischen König beherrscht wurde. Lochnir weist dir den Weg, dein Volk als Ritterregentin zu beschützen und diesen Ort reinzuhalten. Du fragst dich, ob du alles Nötige bewerkstelligen kannst, aber du hast viel von den Herrschern gelernt, die du seit deiner Kindheit unterstützt hast. Selbst Priscilla sagte, wenn jemand das schaffen kann, dann du. Also lege eine Rüstung an und frisiere dein Haar wie eine Joseon-Frau. Sorge für Wohlstand und Frieden in Prydwen. Prydwen, bis der wahre Erbe zurückkehrt. Ja, 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 für die Zukunft von Prydwen, alles klar. Aber wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Und machen uns natürlich jetzt direkt daran, das auch zu tun. Ja, die ganzen Kundschafter kommen nicht zurück, ne? Was ist denn das hier eigentlich?
Hast du auch noch eine Quest für mich, Oldemite? Na, sei nicht so verlegen, Fiona. Viele Gefahren erwarten dich, aber dein Mut wird belohnt. Ist der wahre Erbe hier, werden die Verlorenen verbannt und es wird Frieden herrschen. Berg und Tal berichten von einem Krieger voll Ruhm und tapferer Werke. Artorius erschuf einen wahren Erben für die Krone, voll Mut und Stärke. Na, das ist doch super. Der Erbe bringt der Blumen Liebreiz und schafft einen Pfad. Sie ist eine Poetin. Wir wollen ihn weg. Okay, das machen wir. Okay, Fiona, haben wir das auch. Und können wir die Leiter hier hoch? Ich glaube nicht, ne? Ist nur Zierde. Aber da ist auch noch eine zweite Quest. Irgendwo versteckt. So, da gehen wir erstmal hier lang. Reden wir erstmal mit Lochen hier. Nee, doch, da ist er doch, oder? Der hier, den mag ich nicht. Ach ja. Ach ja. Der Neuankömmling, der zur Audienz bei der Ritterregentin geladen wurde. Ein paar Tage später und du wärst vielleicht von einem König empfangen worden. Ja. Gawains Rückkehr wird Prydwen wieder in altem Glanz erstrahlen lassen. Die Ritterregentin hat zwar dank meines Rates gut regiert, aber manchmal überschreitet sie ihre Befugnisse. Fürs Erste. Aber sie sollte sich nicht mit Angelegenheiten befassen, die unser neuer König besser regeln kann. Sag, hat sie dich für eine ihrer Unternehmungen gemacht? Freiwillig habe ich das gemacht. Schnell seinen Wert. Der König wird sicher auch denen dankbar sein, die sich bereitwillig seiner Führung unterwerfen. Ich darf mich zwar nicht den Befehlen der Ritterregentin widersetzen, aber ich möchte nicht, dass ein künftiger Bewohner seine Zeit verschwendet. Die Taverne ist geöffnet, weißt du? Alter, dem vertraue ich noch weniger jetzt. Je mehr ich mit ihm rede, desto weniger vertraue ich ihm. Überprüfe das Bergwerk wie die Ritter. Genau, das machen wir. Geh zu Pendragons Landgang. Okay, da hinten ist noch eine Quest. Die sammeln wir mit ein auf dem Weg. Königsfelsbehausung. Haus an. Oh, für 1000 Gold können wir uns das kaufen. Haben wir da so viel Geld? Ist einfach ein leeres Haus. Kamin. Gefällt mir. Ja, Erdgeschoss. Aha. Ja, ja, ja. Noch. Ja, zweiter Kamin. Zwei Kamine direkt. Ja. Ist ein solides Haus. Da ist kein Keller, kein. Ein Dachboden, aber ist ein absolut solides Haus. Ich würde es käuflich erwerben. Es hat ja auch einen schönen Ort hier. Also was, entschuldigen Sie, Haus dekorieren? Nee. Aber ist es denn jetzt schon meins? Nein. Ich fürchte nicht, aber warte, was, Haus kaufen? Es kostet lächerlich, ist es reduziert? Es ist komplett, es ist einfach ein. Aber ich habe das Geld nicht. Erster Hauskauf ab Spielerstufe 15. Ah, ich habe. Warte mal, da stand ja oben rechts, wie viel ich hatte. 86.000 oder sowas. Ja, warte mal, welche. Das muss ich noch ein bisschen leveln. Ah, dann kann ich mir ein eigenes Haus hier kaufen in der Stadt. Ist ja fantastisch. So, hier geht's raus. Aber da ist auch. Hier noch was. Hallo. Ich würde dir bei der Eingewöhnung helfen, aber gerade brauche ich Hilfe. Wir haben Leute verloren. Ausrüstung. Okay. Wenn du doch nur diese hart arbeitenden Minenarbeiter finden würdest. Okay, alte Hacken soll ich ihm bringen. Das kriegen wir, glaube ich, hin. So, wir verlassen dieses wunderschöne Örtchen und machen uns jetzt mal auf den Weg. Ah, warte mal, wo muss ich denn hin? Kann das sein? Was war das? Jubiläumsgeschenk? Und die habe ich gar nicht angenommen, die Sachen. Aber wo muss ich hin? Da. Ja. Da darf ich aber nicht schnell reisen, ne? Nee. Okay, dann machen wir das einfach straight. Wird eine etwas längere Reise. Aber wir sind gut zu Fuß.
Und so sehen wir noch ein bisschen was. Oh, was ist das? Die Hirschkuh. Die hat er noch nicht. Wir müssen alles mal probieren. Die scheint mir sehr wertiges Leder auch zu haben. Da kann man gute Stiefel draus machen. Stufe 7 schon. Spuren lesen und häuten. Siehst du, was ist das hier für ein Hof? Oh. Okay. Tschüss, Wolf. Den nehmen wir auch noch mal mit. Der ruhelose Wolf. Aber der hat hier einfach auch die ganzen Hühner gerissen, die in diesem Hof leben und mit ihren Eiern die Bewohner versorgen. Oh, was ist zugemauert? Was ist denn hier los? Na gut, wenn hier keiner mehr ist, dann nehmen wir die Vorratskiste. Drahtige Fasern. Hallo, warum ist dieser Ort denn so leer? Haben die Wölfe tatsächlich hier Angst und Schrecken verbreitet? Hey! Gute Nacht. Ja, kann ich gut gebrauchen, das Leder. Und das nehmen wir auch mit. Spuren lesen und häuten, schon in Stufe 9. Sehr schön. Oh, hier kann man reingucken. Was haben wir denn? Oh, hier arbeitet jemand, von wegen verlassen. Oder ist das ein Gerber, oder was ist das für einer hier? Schneiderin. Entschuldigen Sie bitte. Ignoriert mich, dann klaue ich ihr die Vorräte. Wenn sie mich so unhöflich behandelt, dann werde ich mir einfach... Oh, guck mal, Kriegerorden Eisen. Was kann ich hier machen? Kann ich selber... Oh, nee, das klaue ich. Ich klaue einfach alles. Aber wir haben da neue Köstlichkeiten bekommen. Also einmal diesen Helm. Ja, der ist aber nicht für uns. Den können wir dann verkaufen. Ne? Ey! Ach, das gibt's doch nicht... Frech, oder? Hallo, hallo, hallo. Hat er denn nichts gelernt? Weiß der denn nicht, dass ich der Wolfskiller Number One bin? So, ich kann doch, kann ich nicht mit dir hier, ich kann doch bestimmt hier irgendwas machen. Irgendwas schneidern. Ich dachte, das wäre vielleicht so ein Schneiderstützpunkt. Weiter geht's. Ah, oh, hier. Ein kleiner Truthahn. Oh, was war das? Oh, hier sind wir schon an der Mine. Ah, ne, da müssen wir lang. Aber das sieht auch gefährlich aus, da wo dieses Banner war. Das ist bestimmt so ein Banditenlager. So, hier ist die Mine. Wir sind Freunde. Oh Gott. Ich glaube nicht mehr. Ja, sie will es nicht einsehen. Da muss ich wohl helfen. Nach all den Jahren in diesem Loch. Ich will das nicht tun. Er ist nicht mehr dein Freund, das siehst du doch. Geh weg. Ich sag es nicht nochmal. Muss es, glaube ich, jetzt tun. Mir. Ja, er war schon längst nicht mehr. Er war schon längst tot. Es war nur noch sein Leib. Ich werde sie trösten. Ich kenne mich damit aus. Ich habe Erfahrung. Voldemort, nicht deine Schuld. Warte mal. Wenn du denkst, du kommst in die Mine, irrst du dich gewaltig. Warum? Wenn deine Liebsten da drin sind, fehlen mir die Worte. Fast alle sind verloren. Ich komme von der Ritterregentin. Jetzt schickt sie jemanden. Einen Fremden. Nicht einmal einen Ritter. Ich schickte Depeschen und informierte die Regentin über die Vorfälle und forderte sogar, schickt jeden verfügbaren Ritter. Sieht nicht so aus, als würde das passieren. Naja, aber ich bin besser als jeder verfügbare Ritter. Eine Zeit lang haben einige der Bergleute die Stellung gehalten. Spitzhacken gegen die Zähne und Klauen ihrer einstigen Freunde. Vermutlich ist bereits alles verloren. Ich glaube nicht, dass noch irgendwer von ihnen lebt. Hutzelige heißen die hier. Du bist tapfer, das lasse ich dir. Aber wir sprechen hier nicht von ein paar Hutzeligen, sondern von der ganzen verdammten Mine. Ja, aber ich bin ultra stark.
Ich bin ultra stark. Stufe 10! Ab wann konnten wir kaufen? Häuser kaufen? Was war das? Ab Stufe 15 oder ab 10? Weiß ich schon gar nicht mehr. 2 Punkte. Wir gehen mal auf Intelligenz. Das brauchen wir. So gut, dann gehe ich in die Mine jetzt. Was ist denn hier der Eingang in die Mine? Okay, da wimmelt es von Hut zu liegen. Sammle 10 Hacken, genau. Durchsuche das Bergwerk. Alles klar. Dann. Tschüss. Okay, die sind relativ zäh. Da muss ich jetzt, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Okay. Bergarbeit. Achso, das ist einfach nur ein Feuerstein. Eidet aus. Ey, was war das? Irgendwer hat auf mich geschossen. Hallo? Was soll denn das? So. Das klappt ganz gut. Lecker bei der Hacke. Hier. Oh. Würger. Ah, der beschmeißt mich mit irgendwas Ekeligem. So, wir haben schon diverse Hacken hier gesammelt für den Nebenauftrag. Dann. Schwarzstichfolterer, Gott. So. Nächste Hacke. Und tschüss. Oder ist auch noch einer? Oh, er will mich beschmeißen mit so irgendwas Stinkendem. So, nach 2 Hacken, dann haben wir die Nebenaufgabe auch erfolgreich absolviert. Ja, Hammer. Sehr schön, dann müssen wir jetzt nur noch... Oh, hier erstmal den. Tschüss. Und, boah, super Reichweite, oder? Der Zauberstab. Wo will der denn langlaufen? Das ist ein kleiner Umweg genommen. Zum Glück sind die nicht besonders schlau. Feuerstab Level 8. Nice. Habe ich die Zeit für ein kleines Level? Was nehmen wir? Reichweite von Flammenwerfer. Das nehmen wir mal. Müsste doch eigentlich gut klappen mit dem, wie wir bislang geskillt haben. Ja. Sieht super aus. Machen wir deutlich mehr Schaden oder wirkt das nur so? Oh ja, nice. Dann wollen wir mal hier. Guck mal, hier ist eine Kiste. Tschüss. Das looten wir. Wir haben bislang noch nicht so viele von diesen Vorräten für uns selber benötigt. Das ist mein Gefühl. Wir sind eigentlich sehr gut bislang gefahren. Was war da? So. Achso. Hi. Den retten wir. Der hat aber großes Glück. Ich hau ab. Ja, hau mal ab. Hau mal ab. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Wie ist denn jetzt hier? Achso, dann gehen wir erst zu dem und dann zu dem anderen. So, da ist noch was. Ein Biest. Und der hat auch noch Vorräte gehortet. Oh, da sind noch mehrere. Die können wir aber erstmal ignorieren, oder? Da brennt er. So, hier ist der nächste.
Verfolgt mich irgendwer? Nö. Dann rette ich den jetzt. Shazan Cortis. Die Mine ist verloren. Nein. Alle sind Hutzlige. Nein. Ich bin kein Hutzliger. Oh, die ist zwar nicht nah genug dran. Ich finde, Magier war eine... Oh, hi. Da ist er zerplatzt. So, und der letzte. Hier ist noch einer. Ah, sehr schön. Der letzte, wie diese zerspratzen, ist immer super. Der ist mir egal. Wir nehmen da die Vorratskiste mit. Wir müssen jetzt hier eh runter. Da. Oh, guck. Warte. Der hat noch gerade so getroffen. Tschüss. Ne, hier runter will ich. Au, das hat gekostet, aber nicht viel. Weg von dem Typ. Oh, nicht, dass du dem noch irgendwas antust. Tomira Dudek. Ich dachte schon, ich würde nie entkommen. Doch, du bist Danke. Entkommen. Bitte. So, was? Wer fehlt noch? Wir werden immer mächtiger, das ist ein gutes Gefühl. Wir sind ein richtig krasser Feuermagier. Feuerhexe. Kommen wir hier rauf? Nein. Müssen wir andersrum gehen. Was ist denn das jetzt noch? Da müssen wir schon wieder nach oben. Aber ich glaube, das geht nicht anders. Hier wieder hoffentlich hoch. Ja. Ich glaube über die Steine. Nee, Mist. Doch, super. Und dann hier lang und da oben. Ein Bürger. So, ey. So, der brennt immer noch so ein bisschen nach jetzt. Das ist super. Glasperlen. So, da ist der letzte. Holen wir uns auch noch. Make way. Da ist noch einer. Tschüss. So, dessen Vorräte klauen wir uns auch noch. Schönen Gerbstoff. Hier oben erwarte ich ihn jetzt da. Erstmal machen wir den platt. Oh Gott, der ist ja richtig weit oben. Bin ich so hundertprozentig sicher, ob das der schnellste Weg war. Oh, das Schaf. Okay, es ist einfach nur ein Schaf. Ist das hier so ein Respawn-Punkt? Schnellreise. Ah ja, aktiviert. Sehr schön. Wo ist denn jetzt der Freund? Hier. Boah, der ist aber gut versteckt. Hallo. Endlich ein Hoffnungsschimmer. Jemand, der sich durch die Hutzeligen kämpft. Das bin ich. Und dafür bin ich mächtig dankbar. Ich habe es selbst gesehen. Eine uralte Tafel, die aus ihrem Felsengrab ausgegraben wurde. Mhm. Ich hatte von Anfang an ein Ungut. Nein, ich habe der Crew gesagt, dass keiner das verdammte Ding anfassen darf. Mhm. Natürlich hatte ich nie die Chance. Ja, und sie bewachen die Tafel, als wäre sie ein Schatz. Wenn wir das verfluchte Ding nicht zerstören, wird sich der Fluch wohl über die Miete. Du bist zweifellos. Das klingt wie ein Job für Heidi. Ich will mich nicht beschweren. Ich würde mit dir gehen. Nein, brauchst du nicht. Du brauchst nicht mitkommen, ich hab schon verstanden. Stufe 11! Sehr, sehr schön. Also, wir sollen nach der Tafel suchen. Stufe 11. Wir pumpen weiter Intelligenz. Wir wollen da irgendwann hin. 5% erhöhter Basisschaden. Das müssen wir haben. Okay. An dieser Stelle, ihr Lieben, machen wir mal Schluss. Das ist New World Eternum. Und
Ihr könnt das ganze Spiel natürlich auf PC, da habe ich es gezockt. Ihr könnt es aber auch spielen auf Konsole, also PS5 oder auch Xbox, Series X oder S. Und ja, ihr habt es gesehen, es gibt verschiedene Charaktere, die wir spielen können. Wir haben jetzt hier schön Magier genommen, aber die anderen Charaktere, glaube ich, wäre auch interessant, die mal auszuprobieren. Ich bin im Nachhinein happy, dass ich mich für diesen Charakter entschieden habe, weil ich diesen Fernkampf auch sehr cool finde, weil man dann nicht zu jedem Gegner hinlaufen muss, sondern man kann die schön, und der hat echt eine gute Reichweite mit dem Feuerstab, aus der Distanz bekämpfen. Das hat Sinn ergeben. Und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt im Nahkampf zu schwach war, sondern dieser Nahkampf, Feuer, Speier und so, das hat schon alles Sinn ergeben. Also die Charakterklasse kann ich empfehlen, die macht mir wirklich Spaß. Ihr könnt auch Crossplay machen, also wenn ihr das auf PC oder Konsole habt, könnt ihr natürlich dann mit euren Freunden auf den anderen Systemen spielen und dann das Ganze im Koop machen. Das ist, glaube ich, auch eine Reise wert. Und wenn ihr euch informieren wollt zu New World Eternum, dann würde ich euch vorschlagen, dass ihr mal entweder auf den angehefteten Kommentar klickt oder in der Videobeschreibung nach dem richtigen Link schaut. Da könnt ihr dann direkt mal raufklicken und euch das Ganze angucken. Brandneues Spiel. Ja, vielen lieben Dank fürs Zusehen und vielen lieben Dank auch für diese Kooperation. Freue mich sehr, wenn ihr mal einen Comment hinterlasst, wie euch das Ganze gefallen hat. Wie hat Heidi sich geschlagen? Ich freue mich über Feedback. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.